Eichhörnchen haben ihren Namen von den Eichen. Das Eich in Eichhörnchen kommt vermutlich von dem althochdeutschen Eik. Sich heftig bewegen, schwingen. Grüße Deutschrap-Liebhaber und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Reportagen. Dein Ansprechpartner für Deutschrap, Newsbeef und Gerüchte. Und hallo. Hallo Community. Ich war auf dem Instagram-Account vom Schwamm, der Insta-Schwamm auf Instagram, und er hat einen Post verfasst. Er verschiebt sein Album. Kommt jetzt voraussichtlich am 9.06.2017. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, verschiebt sich das Album auf den 9.06.2017. Bevor wir zu den Gründen kommen, erst einmal ein riesen Dankeschön an die geduldigen, stabilen und standhaften Hörer-Fans-Supporter unter euch. Es sind einige sehr hart abgefuckt, aber wir haben viel weniger Storno als erwartet. Sieht mehr aus durch den Wirbel im Internet. Ich kann also alle beruhigen, wir stehen immer noch. Und an diejenigen, die nur fordern und ständig unzufrieden sind, habe ich ein paar Fragen. Habe ich weniger Musikvideomaterial geliefert als andere Rapper in ihren Promophasen? Habe ich weniger gerappt als andere Rapper in ihren Promophasen? Schaut ihr einen Film nicht, wenn er verschoben wird? Geht ihr finanziell ins Minus vor dem Release? Ich gebe euch 3 Alben zum Preis von einem, anstatt diese Texte aufzusparen für nächste Projekte. Ist das nicht genug? Geht es euch wirklich um die Musik, meine Arbeit und meinen Weg, oder geht es euch nur darum, unterhalten zu werden? Ganz ehrlich, beantwortet euch diese Frage selber und entscheidet, ob ihr ein Teil von uns, Hashtag BBM, sein wollt oder nicht. Nun zu den Gründen der Verschiebung. Punkt 1. Ich habe mich einfach übernommen mit der Größe des Projekts und konnte es nicht übers Herz bringen, die Songs nicht perfekt zu machen. Es sind immerhin 31 Tracks und 31 Beats, die wir mit Digitaldrama zusammen seit Monaten ausarbeiten. Das erste Video hat Textanteil für ein komplettes Album. Ich weiß, es ist von außen schwer nachzuvollziehen, aber auf diesem Level zu schreiben und zu produzieren ist nicht eben gemacht. Punkt 2. Man muss nicht um den heißen Brei herumreden. Es ist Helene Fischer. Es macht absolut keinen Sinn, die eins wegzuschmeißen gegen jemanden, der in einem anderen Universum spielt. Die Pop-Leute weichen auch aus. Das ist normal. Kelle Family zum Beispiel. In diesem Sinne holen wir uns die eins. Ich liebe euch. Hashtag, 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 Hashtag. Also da kann ich im San Diego, das kann ich völlig nachvollziehen. Ich meine, er steckt da so viel Liebe und so viel Arbeit rein. Und wie gesagt, manche Tracks haben wirklich Albumlänge. Das macht der ein oder andere Rapper in Jahrzehnten nicht. Das muss man ganz klar sagen. Und wer jetzt storniert, das sind denn meistens wirklich nur kleine Kinder, die ein bisschen verärgert sind und die das gar nicht checken. Wenn man lyrisch so begabt ist, das braucht auch ein bisschen Zeit und ein bisschen Arbeit. Und er möchte sich die eins holen. Das heißt, er hat keinen Bock auf Helene. Das sei ihn auch verziehen. Vielleicht kommt dann jetzt sogar noch eine Videoauskopplung, wer weiß. Aber wie gesagt, das erste Video, das geht auch ziemlich lang. Sei ihm gegönnt. Was sagt ihr? Findet ihr das okay? Seid ihr verärgert? Könnt ihr noch warten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Teilt hier das Video. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Oder eher gesagt Wochenende. Bye, bye.